Hallo YouTube, ich habe natürlich kein Benzin oder Diesel geklaut, sondern ich habe es geschenkt bekommen. Das passiert mal, wenn man ein Auto verschrottet und der Tank noch voll ist. Das ist dann Diesel, den man natürlich noch verwenden kann. So, wie kriegt man denn nun in den Tank hinein, in ein Auto? Habe ich hier bei Amazon mir was bestellt. Ne? Wir haben das auch vorher versucht mit Schlauch und lasst es. Stinkt immer noch. Guck mal hier rein, was hier drin ist. Guck mal her. Das Teil kann man nämlich für alles Mögliche verwenden. Ich denke mal, ich werde es sogar dauerhaft im Auto lassen. Wenn ich mal auf irgendeinem anderen Parkplatz vielleicht doch mal diesen klauen muss. Und zwar ist das eine Balkenpumpe. Die hat eine Richtung und die Gesetze der Physik werden hier bedient. Na, man muss sich nämlich überlegen, dass wenn so ein Schlauch gefüllt ist, gleichzeitig, dass das mehr an Säule, Flüssigkeitssäule, das Gewicht ist, was die Flüssigkeit durch den Schlauch transportiert. Und um das überhaupt zu erreichen, benutzt man so eine Pumpe und das werden wir mal ausprobieren. Ich baue das um und dann gucken wir mal später. Schauen wir mal an. Wie ihr seht, muss hier Diesel rein und ich habe mich überzeugt, das ist Diesel, das riecht nach Diesel. So, und die Pumpe wird so angeschlossen mit dem Pfeil Richtung Tank. Eine Schlauchhälfte in den Tank und die andere hier oben. Muss mal weiter weggehen. Natürlich muss das Ganze ein bisschen höher gestellt werden. Ne? Das ist alles Physik. So, dann macht man Folgendes. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt klappt. Oh ja. So, jetzt hat er's. Er hat den Schlauch gefüllt. Guck mal hierher. So, und der Rest sollte so sein, dass es von alleine läuft. Wir können ja mal gucken, ohne was zu verschwappeln. Es läuft. Tiefer rein. Ja, wir brauchen ja das Stückchen Gewicht in der Hydrauliksäule. Das muss tiefer sein wie jetzt der Kanister. Der Diesel, die Dieselhöhe. Also es sollte jetzt eigentlich auch laufen. Wenn wir mal gucken, ob das da mal weniger wird. Ja, machen wir einen Strich. Machen wir mal erstmal was. Strich, wir merken uns hier mal. Hier was merken wir uns fertig aus. So, 5 Minuten sind vergangen und wir haben, ja, weiß nicht, wie viele Liter das natürlich sind. Wo waren wir denn? Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich will nochmal den Schlauch zeigen. Der ist aus dem Baumarkt gewesen. Vor vielen Jahren war das ein Trinkwasserschlauch in einem Campinganhänger. Ich habe mich auch deswegen, weil ich den Schlauch schon hatte, für das 10 mm Modell entschieden. Ja, warten wir mal einfach ab und ich sage später Bescheid. Diesen Kanister, ich schätze ihn auf, ich weiß nicht, ich habe unten auf den Boden geguckt, ich schätze ihn auf 40 Liter. Ja, das ist doch schon gespartes Geld, wenn man das dann doch noch benutzen kann. Ich schaue nachher vorbei und gucken uns das nochmal an, wie lange diese 40 Liter gebraucht haben. Aber man merkt schon, ich glaube, wir waren hier, ne? Also nach 5 Minuten, das geht durch und heute ist Samstagabend, das ist Zeit. So, da haben wir natürlich noch ein Problem. Der krumme Schlauch, der hängt zu weit oben. Das heißt, wir holen uns einen Kabelbinder und einen Draht, damit wir das Schlauchende ganz runter kriegen. Seht ihr es? Könnt ihr es erkennen? So, mein Problem war natürlich, dass der Schlauch ziemlich gekrümmt ist und eigentlich nicht bis auf den Boden ragte. Ich habe jetzt einfach nur einen Stahldraht genommen und einen Kabelbinder und stecke das jetzt mal unten rein. Und ja, das sitzt jetzt relativ tief.
am Boden. Ich will auch nicht alles am Boden mit einsaugen. Ich weiß nicht genau, was im Kanister vorher drin war. Und ja, beginnen die Absaugung erneut. Und dann lassen wir es wieder laufen. Ja, können wir es wieder auf die Bank setzen. So Leute, also das Teil hat sich bewährt. Das werde ich behalten. Und ich werde es auch nutzen, um zum Beispiel mal Regentonnen leer zu machen vor dem Winter, die jetzt keinen Ablauf haben, Hahn haben oder sowas. Ne? Ich verlinke euch das unten in der Beschreibung. Das Teil ist richtig gut. Und ich empfehle euch wirklich auch die 10 mm Variante, damit es nicht zu lange dauert. Ich denke mal, diese, weiß nicht, 40 Liter haben so insgesamt 20 Minuten gedauert. Ne? Ja, alles klar. Finde ich richtig gut. Ciao.